Ey Leute, es ist Sonntag, wir hatten einfach gerade einen Autounfall. Wir wollten kurz einkaufen gehen und dann ist uns jemand hinten reingefahren. Wir haben uns so erschrocken, es war so schlimm. Zum Glück waren wir alle angeschnallt. Imani hat so geweint, weil sie so Angst bekommen hat. Ich auch. Ich schwöre, ich wünsche das wirklich niemandem. Good morning, America. Der Wagen ist jetzt in der Werkstatt und wir haben direkt einen Ersatzwagen bekommen. Ich präsentiere ihn euch ganz schnell. Gib dir jetzt diesen Motorsound. Nein, Nader. Guck jetzt. Wenn sie schläft. Motor ist an. Ist Elektrik. Elektrik. 3 Tage später. Amerika, Amerika. Wir fahren jetzt seit ein paar Tagen mit diesem Auto rum. Es dauert mir zu lange. Wir gehen jetzt in die Werkstatt und wir holen unser Auto ab. Ob es fertig ist oder nicht. Und wenn es nicht fertig ist, Luisa, dann machen wir es fertig. Einverstanden? Einverstanden. Ey, Luisa, das ist unser Auto. Den Bratern geht's nicht gut, Luisa. Ah. Unser Wagen ist nicht fertig. Luisa, ich habe Werkstatt damals gearbeitet. Ich hatte 3 Werkstätten. Einmal Auto, einmal Autolackierung, einmal Folierung. Das kann ich. Komm mit. Oh, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Uff, 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 uff. Luisa. Motor ist schief. Ist Motor nicht vorne? Ey, ich habe das Auto analysiert. Es braucht unsere Hilfe. Was macht er da? Er duscht mit Luft. Komm mal hier, wir gucken, was vorne los ist. Man sieht seinen Herzschlag. Halt durch, Bruder, halt durch. Halt durch, Bratan. Luisa, er atmet nicht mehr. Guck, er lebt wieder. Hey, Luisa, so wie er aussieht, er hat keine Ahnung. Er braucht ein bisschen Hilfe. Kollege, ich helfe. Wir haben jetzt alles befestigt, die Schrauben sitzen. Der Wagen wurde jetzt nochmal poliert. Luisa, ich hab den Bratan vermisst. Er nimmt keine Es, er ist hart und mit Benzin. Chille in seinem Auto wie in einer Limousine. Steig einmal in Perle. Okay. Yalla. Baba. 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 Imani, sag mal Baba. 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 Wow! Oh mein Gott, Nedel! Das erste Wort, Baba. Baba. Wir haben es einfach auf Video. Baba. Wow! Baba. 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 Wow! Hey Leute, willkommen zu einem Tutorial von uns. Wir machen jetzt Imanis Haare. Wir haben jetzt erstmal nass gemacht, die Haare. Wow, Imani ist eine Prinzessin. Wow. Jetzt brauchen wir 2 Spangen. Oh, bravo. Jetzt kommt die andere Seite. Wir benutzen mal meine Bürste. Oh no, Imani, oh no. Bravo, Imani hat 2 schöne Spangen! Woo! Celebration Zeit, come on! Wir machen einen Familienausflug. 40 Grad in Berlin. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad. Luisa, es ist 40 Grad. Egal. Was macht man bei dem Wetter, Luisa? Eis essen! Eis essen! Eis essen! Da gehen wir jetzt Eis essen. Ein Insider in Berlin. Gib sie mir. Gib mir meine Tochter. Gib mir meine Liebe. Ich möchte Joghurt-Himbeer. Amerika, Amerika. Ich bin wieder zurück beim Verein. Ich bin wieder gesund. Ich war jetzt ungefähr 2 Wochen verletzt. Das letzte Mal, wo ich mich verletzt habe, war vor 3 Jahren. Damals war ich nicht in Berlin und ich war sehr einsam. Heute habe ich meine Familie an meiner Seite. Heute habe ich euch an meiner Seite. Und deshalb war diese Verletzung nicht so schlimm für mich. Ihr habt mir viel Kraft gegeben in dieser Zeit. Danke, Jindawis. Jetzt bin ich im Aufbautraining 1-2 Tage. Dann trainiere ich wieder mit der Mannschaft. Und dann fange ich hoffentlich wieder an zu spielen. Ihr wisst Bescheid, Jindawis. Aywa. Aywa. Guten Morgen, Amerika. Ich fahre jetzt zum Friseur und ich nehme euch mit. Ich zeige euch, wie ihr mir die Haare schneidet. Hä? Warum klingelt Imanis Handy? Hallo? Ja, Imani schläft.
Ich sag, dass du angerufen hast. Ja, ciao. Ey, ich bin jetzt da, aber mein Friseur ist nicht da. Hier gibt es keine Arbeitszeit. Wir hatten 9 Uhr einen Termin, ne? 9 Uhr. Ich bin schon 20 Minuten später und er ist immer noch nicht da. Hier, er kommt 3 Stunden zu spät. Das ist meiner. Hier sitze ich immer. Ich bin hier Stammkunde. Ich habe hier sogar meine eigene Maschine. Walle, glaubt mir nicht, ich zeig euch. Das ist meine Maschine. Das Ding ist, ich kriege immer so Pickel und so wegen anderen Maschinen. Bei dem weiß ich, es ist meine, ist sauber, ist so hygienischer. Die ist gut, die ist wichtig. Yalla, Cousin. Einmal Seiten auf Null ohne Übergang. Fertig. Hey, wow. Wie findest du meine Frisur? Wow! Ich habe Jindawi Bowl mitgebracht. Super! Hier ist die Jindawi Bowl. Leute, weil es viele nicht verstanden haben, die Jindawi Bowl wird es nicht in ganz Deutschland geben, weil es die Produktionsstätte nicht hinbekommen hat, sie 1:1 nachzumachen. Wir haben gesagt, wenn sie nicht 1:1 so schmeckt, werden wir sie nicht verbreiten. Warum sollen wir auf Krampf etwas verbreiten, was nicht original so schmeckt, wie sie in Berlin schmeckt? Also ihr müsst noch ein bisschen warten, Leute. Oder kommt nach Berlin, dann könnt ihr sie in Berlin auf jeden Fall probieren. Hey, wow. So Leute, wir gehen jetzt in den Streichelzoo. Let's go! Let's go! Na, also erstmal brauchen wir Leckerlis für die Tiere. Oh mein Gott, Nase, guck, 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 guck. Geh mal weg. Hey, wow. Jindawis, meine Mutter hat Geburtstag. Wir haben Jindawi Bowls für die Familie. Wow, und ein kleines Geschenk darf natürlich auch nicht fehlen. Wir kommen bei meiner Mutter an. Luisa zieht direkt Pyjama an. Schläfst du heute hier? Nein. Warum ziehst du Pyjama an? Man muss sich wohlfühlen. Und du, was machst du? Ich wasch mir die Haare. Schreibt in die Kommentare, welche Sonnenbrille am coolsten ist. Was hättet ihr getippt, wie viel diese Sonnenbrillen kosten? Ich lege beide an Kasse, ich sag, yalla Bruder, gib mir die. Ich werde nie wieder eine Sonnenbrille kaufen. Beide Sonnenbrillen, 280 Euro. Für zwei Sonnenbrillen, 280 Euro. Wir brauchen Fahrkarten. Euro für zwei Brillen. Sei mal ehrlich. Sehe ich gut aus damit oder sehe ich aus wie ein Trottel? Wie ein gut aussehender Trottel. Hey, wow. Wir spielen jetzt Tischtennis. Was muss der Verlierer machen? Er muss jemanden dissen. Also der gewinnt hat, der gewonnen hat, darf mit jemandem, der verliert hat, also der darf ihn dissen. Wie man möchte, wie noch? Er hat eingeschlafen.